permitiu o cruzamento e se não fosse a questão do tamanho do Marcelo Boeck, poderia ter havido o gol do empate, tudo bem que estava em fora de jogo, mas iria ser sempre uma situação. Ui, agora a perder a bola ali à equipa do Aquiles e aí está o segundo. São erros que se pagam muito caro. E aproveitou de imediato Tanaka para elevar a vantagem dos Leões ao minuto 18. Vamos ver. Aqui havia todo o tempo do mundo e de repente... Ai, 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 ai. E a bola na baliza. Geralmente é... Aproveita o Sporting, Gold. Grande passe de Gold, pode ser o 4-1. A bola oposta e agora vai entrar. Vai entrar, é o segundo golo de Tanaka, mas Ryan Gold a lançar bem Helden. E quem aproveitou foi o avançado japonês, 4-1. Aqui um momento, esta percepção, isto aqui já me mostra alguma qualidade. O momento de passe, a tomada de decisão para fazer. Obrigado, Helden. Slavchev. Passe de Slavchev para Mané. Cruzamento e pode ser o hat-trick. E aí está o hat-trick para Tanaka. O que é certo é que ele vai aproveitando. E, vai fazer e já fez 3 golos. É um bom cruzamento do Mané. Finalização também muito simples para Tanaka. Se falhasse aqui era um falhanço incrível. Conseguiu finalizar, mas a jogada é bem curta. Andreoli, espaço para avançar. Ha ritrovato ovviamente per il momento Daniele De Rossi a occupare il ruolo di centrale difensivo di fianco ad Astori. Poi Florenzi, ma ancora Inter con Vila. Cambia gioco a cercare Nagatomo. Buona l'idea, un po' meno l'esecuzione, leggermente troppo lunga, però una buona Inter. Resta il numero uno, però sta apprezzando i progressi di Skorupski, che potrebbe essere davvero il futuro della Roma per quanto riguarda il ruolo di portiere. Troppo lungo di Po. Vila. Palla per Nagatomo, proprio porsi botta che sta correndo tantissimo, preferisce ricominciare l'Inter, Andrea. Ancora De Rossi per Pjanic. Lo scambio con Emanuelson, spazio per il bosniaco. Lo affronta Andreoli, il colpo di tacco su una posizione bellissima da parte di Emanuelson e poi Turbe. Contratto da Juan Jesus. Azione quella della Roma, guardate che splendida sovrapposizione di Emanuelson, Pjanic con il tacco. Poi conclusione, la posizione che è praticamente già definita per Safir Taider nei primi giorni della prossima settimana. Dovrebbe andare al Southampton. Emanuelson. Pjanic. Oro fisico che l'Inter sta facendo impressione. Altra palla persa, questa volta la Benatia. Prova a ripartire ancora l'Inter. Arriva velocissimo Nagatomo a destra. Riceve, palla dentro verso Icardi, anzi verso Kuzmanovic. Leggermente deviato da Florenzi. Deviazione, c'è il tocco per Dodò, buono il cross, troppo alto per Kuzmanovic. Nagatomo non si accontenta della rimessa laterale, Jonathan. Da fermo il tocco per Dodò, che prova una conclusione molto complicata, colpisce anche... Viene attaccato da Jonathan, si deve girare gli Aic, poi ritrova ancora Pjanic, il tocco per Emanuelson, che va al cross di prima, cross basso, in qualche modo, Jonathan. Altro cross da tre quarti, il colpo di testa da parte di Mauri. Buona finta di Nagatomo che entra in velocità, il cross, ci arriva Story. Siamo già dall'altra parte con Nagatomo, arriva Jonathan a sovrapporsi. Chiaramente Nagatomo. Andreoli. Nagatomo. Tocco di botta, questa volta è sbagliato, comunque intuito con facilità da Pjanic e cerca di far ripartire i Turbe. Preso un po' in controtempo, Nagatomo può rimontare su di lui. E ora Andanovic che viene pressato dagli Aic, prova gli Aic a chiamare i suoi ad alzarsi, a pressare i giocatori dell'Inter che allontanano in qualche modo il pallone. Emanuelson, 3 partite giocate in campionato l'anno scorso con l'Inter. Ha segnato l'ultimo gol della stagione. La squadra nerazzurra nella sconfitta l'ultima giornata a Verona a casa del Chievo. La partita ininfluente. Dodò, il suo sinistro, il colpo di testa, il gol di Nemanja Vidic. Inter in vantaggio al 46esimo minuto. Il gol di Vidic. Calcio piazzato con questo trenino che si apre. Vidic va sul primo palo e poi impatta benissimo sul cross teso di Dodò.
Nagatomo. Jonathan. Scambio da Nagatomo e Jonathan. Andreoli. Alla fine di questo bel primo tempo equilibrato. Situazione che si è sbloccata proprio nel finale con il gol dell'inquadrato Nemanja Vidic. 46esimo minuto. Andreoli e Pjanic, qualche piccolo problema, ma si è già ripreso a giocare. Attenzione ai turbe. Florenzi arriva con spazio a destra, il cross immediato, il colpo di testa di destro che non trova lo specchio della porta, clamorosamente meglio. L'Inter si fa sorprendere sulla punizione battuta velocemente dalla Roma. Gran cross di Florenzi e destro. Botta. Ah, il est face Nainggolan, il est face de Rossi, ma il a buté sur. Mais il a choisi l'équipe d'Argentine, la nationalité argentine. Ashley Cole. Nainggolan par-dessus, ça sera compliqué là pour Ashley Cole. Centre contré par le dos de Benassia, deuxième chance. Et encore Benassia qui contre. C'est Keita trop court, ça peut profiter. Ah, Nagatomo qui double. Et la lance entre Freddy Guarin et Nagatomo. Colombie de Freddy Guarin qui avait battu le Japon 4-1 lors de la dernière Coupe du Monde, un des trois matchs auxquels a participé Guarin. On revoit cette frappe en demi-volée. Il est tout seul, Nagatomo. Ashley Cole l'avait laissé seul pour venir couvrir dans l'axe. Ah, cette frappe, elle est imparable. Et l'Inter Milan qui prend une option sur la victoire. Il reste 20 minutes. Il va falloir se réveiller côté romain. Intervento di Romagnoli. Keita per Ashley Cole, attaccato da Nagatomo. Buon intervento da parte di Andreoli. Icardi, attenzione al velo di Laxalt. Arriva Romagnoli prima di Nagatomo. Fuori un positivo Andreoli e fuori anche aiuto Nagatomo. Vai a andare a piazzarsi a destra. In questo modo Alzare ha cambiato tutti i cinque del centrocampo. Dentro Andrea Ranocchia. Auch bei Manchester Schwung rein. Die nächsten Wechsel wie gegen Real Madrid. Nani wird sich wahrscheinlich auf die Flanke ganz starken Guinness International Cup das Spielfeld. Hat er gesagt, diese Trophäe würde mir schon was bedeuten. Ich möchte gerne diesen Cup gewinnen. Gegebenes Phantomtor. Phantomtor. Genau. Und auch ohne Goal-Line-Technology haben das scharfe Auge von Michael Sponning und meiner einer sofort gesagt, das kann es nicht sein. Also 2-1 Manchester-Form hier beim Finale dieses Cups an den Tag legen. Rooney, Kagawa, Doppelpass. Rooney geht, aber da ist toller Frisur. Ja, beim jungen Blackett, es ist generell für einen jungen Spieler immer wichtig, wie er über die erste schwierige Phase kommt. Reinkommen ist eigentlich leicht, da hat man auch so viel Energie nachgeschickt. Bin bei dir, gerne die Verlängerung, gerne das Elfmeterschießen. Ohne hier den Manchester United Fans zu nahe zu treten zu wollen mit Verletzung. Jetzt nochmal, Manchester über rechts. Da wäre auch noch, ja, das ist das Tor. 3-1, schön gespielt. Ich wollte gerade sagen, da wäre Lingard noch mit dabei. Was sensationeller Trick von Kagawa. Also, nochmal schön gespielt. Nani, setz dich hier durch. Alles frei, Kagawa lässt durch und Lingard knallhart unbarmherzig. Wunderschön gemacht von Jesse Lingard.
Es war wieder ein toller Angriff auf die Seite. Kagawa hat ihn natürlich nicht absichtlich durchgelassen. Aber perfekt, dass da beide mitgelaufen sind und satter Schuss. Mark Geiger pfeift dieses Spiel ab. Wayne Rooney holt sich die Gratulationen von Martin Skrtel. 3:1. Shake hands zwischen allen Spielern. Ein äußerst faires Match. Wir haben da nichts Böses gesehen. Absolut, war ein faires Spiel. So weit geht die Liebe dann nicht, dass sie Dressen tauschen. Bei diesen Bedingungen sind sie auch voll gesorgt mit Schweiß. Aber diese Mannschaften sehen sich noch öfters dieses Jahr und sind natürlich, wie man sieht, Freundschaften auch unter den Spielern, gegenseitiger Respekt. Kagawa ist da. Diverse neue Spieler bei Manchester United. Muss natürlich jetzt reagieren. Sind auch einige dabei. Raja, nein, Golan zum Beispiel ist in die Mannschaft hinein. Komplett mitspielt bei Manchester United. Michael Keane beispielsweise in der Mannschaft. Nani haben wir gesehen. Rooney ist auch runtergegangen. Und auch Mata scheint mir nicht mehr dabei zu sein. Wir genießen das jetzt, dass wir im Prinzip den kompletten... Ich denke schon, sie wollen ja hier gut abschneiden. Sie wollen sich gut versuchen, gleich zu Beginn wahrscheinlich Druck zu machen und versuchen, das eine oder andere Tor zu machen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, Destro und Florenz. Da muss man sich erst einmal einspielen, einordnen, eingrooven auch. Haben wir ja sehr häufig bei Freundschafts-Länderspielen gesehen, dass es dann immer ein paar Momente braucht. So, jetzt United und wieder ein Elfmeter, oder? Es muss, nein, er gibt ihn nicht. Er gibt Freistoß. Hier. Ah. Ashley Cole. Verrückt ihn in diesem Dress zu sehen, muss man erst einmal umdenken, dass der jetzt ein Römer geworden ist. Ganz eindeutig ist, dass dieser Ucan eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, da haben sie einen Spieler geholt, der da auch extreme Ansprüche anmeldet. Das sieht man, der fordert ganz extrem den Ball, will ihn immer wieder haben. Ist er wieder, auch kaufen letztendlich. Die Freude bei Ihnen zu Hause oder wo auch immer Sie sind, ist natürlich, denke ich, ganz besonders groß, dass wir nach diesem Spiel zwischen... Auf Servus TV. Jetzt vielleicht der vierte Treffer. Kagawa, nachdem da Luke Shaw unter... Da kommt er. Und dann ist es Kagawa, der... Oh! Ein unglaubliches Tor! Herrliches Tor! Ein unglaubliches Tor! Und wer? Ein unglaubliches Tor. So, jetzt. Da schaut er. Da schaut er. Und dann ist es drin. Da steckt einfach Genialität dahinter. Das ist ein Spieler, der so viel Spielwitz auch hat. Und die... Totti. Totti. Und jetzt. Ui! Schon wieder seitig und beinahe ein Tor. Der Pfosten rettet. Drei zu eins führt Manchester United. Tolle Tore, ein fantastischer Rückzieher eben noch. 87. Spielminute. Der Konter der Roma. So, jetzt muss es schnell gehen. Lajic schwärmt aus auf den Flügel, das macht er häufig. Gut gespielt. So, wo ist Totti? Totti ist zentral, da wartet auf den Ball, aber bekommt ihn. Und jetzt machen sie Tempo. Lajic. Ball noch in der Partie.
Totti mit dem Außenriss.